Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wenn wir über die Zukunft der Elbe reden, müssen wir auch zuerst in die Vergangenheit schauen. Die Güterschifffahrt auf der Elbe ist seit fast 30 Jahren auf der Talfahrt. Wurden 1989 noch 9,5 Millionen Tonnen umgeschlagen, waren es 2018 nicht mal mehr 0,2 Millionen Tonnen. Der Gütertransport hat sich auf Schiene und Straße verlagert. Wenn wir auf die Gesamtbilanz der SBO-Häfen in Sachsen schauen, müssen wir leider feststellen, dass die Verluste seit 1992 in fast jedem Jahr 6- bis 7-stellig sind. Besserung ist nicht in Sicht. Eine ehrliche Diskussion über den Ausbau der Elbhäfen und der Wasserstraßen ist überfällig. Immerhin handelt es sich um Steuergeld. Von CDU-Vertretern liest man, dass die sächsischen Elbhäfen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und die Güterschifffahrt Teil umweltfreundlicher CDU-Verkehrspolitik sind. Der Ausbau solle voranschreiten. Möge sich jeder selbst ein Urteil zur Wirtschafts- und Umweltkompetenz der CDU bilden. Auch aus Gründen des Naturschutzes und der Bewahrung dieser einmaligen Landschaft ist kein weiterer Ausbau nötig. Der Antrag der Grünen aber schießt über das Ziel hinaus. Die Schiffbarkeit der Elbe ausnahmslos an die natürlichen Bedingungen zu knüpfen, ist unrealistisch. Gewässerbettanpassungen an neuralgischen Punkten ist unabdingbar, gerade auch, weil die sächsische Dampfschiffflotte ein Touristenmagnet ist. Weiterhin präsentiert der Antrag viele Forderungen, die bereits im Gesamtkonzept Elbe enthalten sind. Warten wir doch, bis die Maßnahmen finalisiert sind und konkrete Pläne vorliegen, bevor wir wieder nur heiße Luft produzieren. Wir werden uns bei der Abstimmung enthalten. Vielen Dank.